Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. So, waren ja jetzt mal ein paar Tage Pause dazwischen. Einerseits wollte ich mal gucken, wie das Let's Play ankommt, ob es überhaupt geschaut wird. Das wird geschaut, was mich sehr stark freut. Und auf der anderen Seite wollte ich mal so ein bisschen Pause haben. Ja, vor allem, wenn man mit so einer Big-Nation wie Russland spielt und dann wieder auf sowas Kleines zurückkommt, ist die Umstellung doch etwas größer. Und aus den Kommentaren habe ich ja herausgelesen, die Ländereien von Ukraine mal zurückfordern. Also die zumindest zu Litauen gehören. Hier oben Polsk müsste, ja genau, gehört zu Litauen. Hier drüben, das gehört Litauen. Und dann müsste es ja einmal hier so rund... Oh, das nicht? Kiew? Das ist aber ein bisschen blöd. Ah, das gehört uns dann wieder. Okay... Aber wir kommen trotz alledem nicht gescheit darüber. Naja, gut. Naja, gut, sagt er da. Ich wollte schon sagen, wir könnten ja fast diese Provinz dann selber für uns fordern, aber ich würde gerne die administrative Macht aufheben. Naja, gut, was werden wir mal schauen. Wir werden auf alle Fälle erstmal einen Anspruch fingieren gegen Polsk. Sehr schön. Und ja, dann lassen wir einfach mal die Zeit weiterlaufen und Braunschweig, ja, Militärrecht aufgekündigt. Und da drüben ist Party, Österreich ist im Krieg mit, oh, zwei sogar, Frankreich und Schottland und dann nochmal Schweiz, Genua, Ferrara und Friesland. Beide Kriege führen sie noch an. Das Land Anhalt, unser treuer Verbündeter, fordert eure Unterstützung im Krieg. Braunschweigische Eroberung der Altmark gegen Braunschweig an. Dies ist ein Verteidigungskrieg. Braunschweig ist alliiert mit Böhmen und Sachsen-Lauenburg. Die Altmark will Brandenburg also zurückhaben. Mhm. Was heißt zurückhaben? Braunschweig erhebt Anspruch darauf. Ja, ja. Achso, halt ja die Eroberung jetzt. Ich war gerade irgendwie bei Rückeroberung, weil es ein Verteidigungskrieg ist. Okay, ja, okay. Sie wollen also das Land haben. Oh, dank unserer überragenden Stärke und unübertroffener Führungsgeschick übernahmen wir die Führung im Krieg gegen Braunschweig. Von nun an führen wir alle Verhandlungen. Wir haben... Erstens mal das hier, ne? Also mal voll Soldaten und so Soldaten. Wir haben also die Führung übernommen. Das ist sehr schön. Ja, das kommt vor, wenn das Land zu klein ist und diese Verhandlungen nicht führen kann. Das ist allerdings jetzt schon mal ein Indiz dafür. Ne, ist kein Indiz dafür, dass Böhmen mitmacht. Böhmen muss noch nicht mitmachen. Oh, 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 oh. Allerdings, wir sind halt jetzt die größte Partei und wir dürfen dann den Frieden aushandeln. Lasst gerade nochmal... Also, ja, noch nutzen wir das wenig. Wir lassen es mal ein paar Tage laufen. Echt nur Braunschweig? Echt jetzt? Also, ich meine, so richtig echt jetzt? Brandenburg, ich habe keinen freien Diplomaten derzeit. Also ich meine, die zerhauen sich jetzt ihre Soldaten da oben. Influenza, also Grippe. Ja, dann müssen wir natürlich unseren Hafen unter Quarantäne stecken. Gerüchte zufolge sind die Seeleute von einer Reise sterbenskranken zurückgekehrt. Und die, die nicht gestorben sind, haben die ganze Stadt mit ihrer Krankheit angesteckt. Wir müssen handeln, bevor das ganze Land an Husten und kaltem Schweiß stirbt. Das ist natürlich schlecht. Man könnte natürlich auch das hier machen. Allerdings, schlechte Idee. Dann lieber das da. Die Unterschiede sind schon gewaltig. Allerdings ist es ein Ja. Ja, und für ein Ja jetzt hier dieses Risiko einzugehen, lieber dann die eine Stadt Danzig, wo keine guten Karten hat. Okay, ich habe jetzt gar keinen Dingenspartner da frei, um da überhaupt mal reinzugehen. Nach Anhalt würde ich ja schon mal gerne reingehen. Habe ich eigentlich schon mal Achso, ja, ich brauche nicht nachschauen, wenn ich es zu meinem Vasall machen kann. Das ist unmöglich. Mit Brandenburg den Diplomaten abberufen.
Das passt ja eigentlich gerade ganz gut, weil die könnten wir ja dann eh mal fragen, ob wir durch dürfen. Sandain. Und dann gehen wir einfach mal darüber. Und legen erstens mal hier diese netten Rebellen auf Eis und werden uns danach halt eben Brunswick schnappen. Hier unten wird Würzburg. Wir wurden informiert, dass unser Agent erwischt worden ist. Okay, das wird ein bisschen dauern. Und Siena hat die Reformation unterteilt. Die protestantische Reformation verbreitet sich wie ein Steppenbrand in Europa. Zahlreiche verschiedene Bewegungen haben sich bereits gegründet und bieten alternative Methoden des christlichen Glaubens zu reformieren. Ein hingebungsvoller Prediger in Siena wurde zur Schlüsselfigur in den sogenannten reformierten Lehrmeinungen und betonte den vollständigen Ruin der sittlichen Natur der Menschen. Nur durch Gottes Eingreifen könnte die Menschheit Erlösung finden, wenn sich Rebellionen zu willigen Gehorsam verwandelt. Oder Cain kommt zurück auf die Erde und wird das Zepter der Macht an sich reißen. Cain hat noch ein paar Jahre, ehe er auf die Erde zurückkommen darf. Oder kommen darf, überhaupt erstmal. Wobei, das ist, glaube ich, nie geklärt worden, wann Cain jemals auf die Erde gekommen ist. Da gab es irgendwo einen Frieden. Interesting. So, wie sieht's denn jetzt hier eigentlich aus, Brunswick? Achso, Anhalt ist ja auch dabei auf unserer Seite. Die haben jetzt nur gewartet, bis wir vorbeikommen. Echt? Das ist aber ganz toll. Meinungsverschiedenheit beleidigen. Manche Länder werden verschiedene Regierungsarten haben. Können sie aneinander nicht recht verstehen? Was? Manche Länder? Manchmal! Was habe ich jetzt hier für ein Deutschland wieder mal drauf? Manchmal, wenn Länder verschiedene Regierungsarten haben, können sie aneinander nicht recht verstehen. Dank unserer fähigen Diplomaten konnten wir Meinungsverschiedenheiten mit unseren Nachbarn beilegen. Gut, okay. Polens Meinung hat sich über uns gebessert. Wir haben einen Eroberungskriegsgrund gegen die Ukraine. Wir sind noch nicht dabei, glaube ich, zu annektieren. Wir können auch innerhalb eines Krieges nicht annektieren. Das ist natürlich schade. Was will ich da groß zählen? Wir gehen hier rüber. Wir führen diese Belagerung hoffentlich an. Nein, es macht natürlich Anhalt. Ja, gut, ist okay, soweit, denke ich mal. Wir geben auf alle Fälle diese Ländereien Anhalt rüber. Ein neuer Hofmeister. Oh, sehr schön. Schaut euch mal den leckeren Kerl an. Johann der Erste wird nun von unser ruhmreiches Land leiten. Wir haben noch nicht mal einen Stabilitätsanbruch erhalten, deswegen. Yes! Verwaltung 5, Diplomatie 3, Militär 5. Johann der Erste gibt gutes Führungsgeschick und hervorragend taktisches Wissen. Wird uns bei der Niederschlagung derer helfen, die sich uns entgegenstellen. Yes, unser Landbetauer. Ist er halt weg, der Kerl. Zu viele diplomatische Beziehungen. Ah, stimmt, genau. Militärzugang durch Brandenburg. Aber sehr schön, dass Böhm hier nicht mehr dabei ist. Haben die Schiss. Wer ist denn eigentlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches? Das ist wiederum falsch gewesen. Österreich. Bäh. 37 Reichsfürsten. Ist ja interessant. Hey, der hat ein paar Kurfürsten immer. Da dürften noch welche rein. Der Deutsche Orden. Stimmt, das wollte ich das letzte Mal schon nachgucken. Gehört natürlich hier nicht mit dazu. Nee. Genau, stimmt. Weil irgendwo habe ich das mal gesehen, da hat einer nämlich, dasselbe Ziel einigermaßen gehabt, Ostpreußen zu gründen. Aber ich glaube, der hat mit Brandenburg, war das Egonson? Ich glaube, das war Egonson. Der war dann im Heiligen Römischen Reich, war eigentlich auch lustig, diese Tatsache. Weil, der Deutsche Orden gehört natürlich nicht zum Heiligen Römischen Reich. Man könnte, glaube ich, reingehen sogar, wenn es mich nicht ganz täuscht. Okay, das da hier ist natürlich auch eine Nervnachricht hoch 10. Ich meine, ich spiele schon gerne mal hier die katholischen Ländereien, aber wenn man dann dauernd hier diesen Kardinalwettbewerb
hier führen muss, wird es ein bisschen nervtötig, vor allem immer wieder seinen zu finden. Da oben war er. Wie viel haben die drei? 105 war ja eigentlich blöde, hätte ich nicht nachgucken müssen. Um 115. 52 Jahre alt. Geht. Ich hoffe, der kratzt bald ab, dass unserer nachkommt. Wäre natürlich toll, wenn es so wäre. Zumindest dann. Die Ukraine darf natürlich keinen Krieg führen und darf natürlich keine großen Verbündeten haben. Ah, guck mal an, Waffenruhe mit Ungarn, Litauen und dem Deutschen Orden. Also wir dürften sie so oder so noch gar nicht angreifen. Wann denn? Nächstes Jahr am Mai. Am Mai vor allem. Nicht im, sondern am. Am im Mai. Komm, also da, die paar Prozentchen warten wir noch ab, ehe wir den da hier kalt machen. Komm, das kann mal weg. Wir haben jede Menge Ansprüche auf irgendwelche Provinzen. Wir könnten Sachen bauen. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich will hier die Punkte zusammenbekommen. 578. Was machen wir jetzt da so Monat gerade eigentlich? Ja, 99. Das passt ja im eigentlichen Sinne. Kann ich gar nicht meckern. Ja, gut, diplomatisch ist verkraftet. Tod eines Händlers, einer der größten und reichsten Männer im Deutschen Orden, ist ohne Nachfolger gestorben. Er war dafür bekannt, ein Schirmherr für Religion und Kunst zu sein. Entweder wir erhalten die Dukaten oder wir erhalten die Dukaten. Häuft Geld an! Ja, super. Religiöse Einheit werden wir bestimmt nicht kriegen. Erobert die Niederlausitz. Niederlausitz müsste hier unten irgendwo sein. Da, genau. Böhm. Was würden wir denn dafür kriegen? 5 Prestige, das ist mir nichts wert. 3 Prestige für Polen. Da ist Polen. Dankbar. Interessant. Meinungsverschiedenheiten beigelegt. Interessant. Sind Werte dabei, die sagen mir gerade gar nichts. In Dänemark hat voll den Problem, hä? Voll den, ne? Voll das Problem. Ja, religiöse Einheit werden wir bestimmt nicht machen, weil wir müssen ja protestantisch werden. Und aktuell ist das gerade mal eine einzige Provinz. Das ist nämlich eher schlecht hier drüben. Ja, das ist halt eben genau das Problem, wenn man katholisch ist. Ständig dieser Krampf. Wie, man passt da nicht auf. Oh, schlimm. So, meine Freunde, wie sieht's denn aus? Gehen wir darüber. Komm, wir machen die mal weg. Braunschweig hat auch sonst nichts, ne? Die sind die einzigen, warum die sich eigentlich versteckt. Wem gehört denn das? Friesland. Interessant. Okay, Dänemark, religiöse Unruhen. Also ich meine, Dänemark geht schon echt beschissen. Erstens mal Thronanwärter und jetzt dann auch noch, ja, katholische Fanatiker. Yay. Moskau hat Novgorod den Krieg erklärt als Eroberung. Die wollen Russland gründen. Ist natürlich klar. Ihr könnt euch da drüben verstecken. Na, es wird euch nichts nutzen und weggehen dürft ihr auch nicht. Und so soll es sein. Ich sage, gehen wir mal zurück. Gehen mal darüber. Das war die Belagerung. Das ist ja sehr schön. Achso, das war da unten die Belagerung. Und dann. Ach, guck mal an, der Ober haben wir was übersehen. Das Ende der religiösen Chaos in der Bretagne. Ja, die haben sich da schön geäußert. Gebessert. Litauen ist da. Da oben haben wir solche. Ja, Novgorod ist ja nicht so groß. Die tun mir schon so ein ganz klein wenig leid. Die tun mir schon so ein ganz klein wenig leid hier, ne? Gegen Moskau. Aber Moskau braucht Tyver und Rissian. Auf alle Fälle noch, um überhaupt Russland gründen zu können. Die dürfen halt nicht verwestlichen. Das war so der absolute Horror. Wir dürfen in den Kardinal investieren. Und da gehört er uns wieder. Der Ickelrad. Was für ein Name. Was sind denn das für Schiffe? Kommt mal rüber.
wir hier nämlich eine Blockade abspalten, sind wir doch ein bisschen schneller mit dem Ganzen. Und das wäre schon sehr viel wert. Das da war ein Transportschiff schon. Wir könnten in eine Idee investieren. Das werden wir mit Sicherheit nicht tun. Das wird so schön, das wird so schön. Ah, vielleicht kriegen wir noch die Technologie 10 vorhin. Die Ukraine ist hier jetzt schon hinten dran. Östlich, ja, gegen die Ukraine sollte das Klacks werden. Also immer noch trotz alledem aufpassen bei solchen Sachen, ganz klar. Vorsicht ist das oberste Gebot. Die Frage ist, mit wem wollen wir uns denn so einigermaßen gut stellen? Wie sieht's denn hier aus? Verbesserte Beziehung. Okay. Mit Ungarn dürften wir sehr viel machen. Wow. Bin ich jetzt mit Österreich. Interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, da waren wir ja dann überall schon. Frankreich, wie sieht's da aus? Eigentlich ganz gut. Schweden. Geht so. Dänemark. Dänemark ist eh soweit am Ende. Russland ist, glaube ich, auch verbessert worden. Es ist mit sehr vielen verbessert worden. Krim. Gut, okay. Ja, wir haben die Lagerung gewonnen. Sind bei 100%. Das ist doch schon mal schick. Dann könnten wir hier sagen, die Provinzen abtrennen. Und zwar das und das kriegen die da drüben. Nationen entlassen. Ostfriesland. Meinetwegen Verträge aufkündigen. Mit. Das nützt mir gar nichts. Warte mal. Arrgh! Nein, noch nicht. Hannover bekommt. Das ist blöde, egal wie es macht. Dann habe ich ein zweigeteiltes Land. Das will ich auch nicht. Komm. Das kriegen die da hier. Will ich die jetzt eigentlich stark machen? Ich meine, ich muss dran denken. Ich will denen ja irgendwann den Krieg erklären. Ja, Ostfriesland mir jetzt geben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Ostfriesland entlassen. Sind wir halt so ein bisschen die netten Nachbarn schlechthin. So, danke sehr. Dann kommt ihr mal nach Hauje. Kommt ihr nach Riga? Ihr kommt mal nach. Nee, ihr kommt mal da runter. Gut. Sind aber auf alle Fälle das Friedensangebot an. Das ist sehr weise von denen gewesen. Dürfen wir eigentlich Militär bauen? Nee, wir sind eigentlich total am Anschlag. Schiffe technisch auch. Die kriegen da draußen schon Zermürbung, was natürlich super ist. Meine Güte. Bei wie vielen Seiten ihr? Eieieiei. Über dieses. Sich mal dran gewöhnen. Ah, Ignrat. Ignaz. So, ich nenne dich nur noch Ignaz. Wie du läufst zu Spanien über. Ich spiel mit deinen Murmeln. Tischtennis. Nee, glaube ich auch nicht so recht. Okay. Wir dürfen denen wahrscheinlich schon längst den Krieg erklären, ne? Die Eroberung von Polsk. Ja, dürften wir machen. Gut, schauen wir aber vorerst mal nach. Nicht, dass ich mich da auf irgendwas total Bescheuertes einlasse. Ja, ich habe den Namen von dem Land vergessen. Ukraine. Ukraine, ich wusste es doch. 13.000 Mann haben sie, 10.000 Rekrutenreserve. In Ordnung. Das Byzantinische Reich wird denen zwar helfen, wir werden unsere Alliierten fragen. Was soll das denn? Weder Ungarn noch Frankreich noch Anhalt? Ja, so geht das aber nicht, meine Freunde. Ich war gerade bei euch mit im Krieg dabei.
Wo ist es denn? Wo ist es denn? Beziehungsaktionen? Nein. Einflussmaßnahmen? Wird es auch nicht sein. Bündnis und Koalition? Ein Ruf zu den Waffen? Nein. Weshalb? Anhalt ist verschuldet. Ja, sowas Schlechtes, aber auch für Anhalt. Liebe Ungarner, ihr seid mit dem Kirchenstaat im Krieg. Ah, so. Okay. Ungarn ist verschuldet. Sag mal. Frankreich. Was ist denn dein Problem? Holy Moses! Okay. Das wird eine sehr interessante Angelegenheit. Frankreich erbt Schottland. Okay, das ist jetzt nicht so das Power-Ding, aber das hatte ich auch noch nie. Ich glaube, England wird hier total vernichtet. Armagnac gehört England? Ja, sehr schön. Das wollte ich jetzt aber gerade überhaupt nicht wissen, sondern ihr, warum sie nicht mitmachen. Krieg sehr weit weg. Krankreich ist verschuldet. Krankreich. Ja, schon krank. Nee, Krankreich. Was will ich den ganzen Verbündeten? Hey, wehe, wenn ich hier mal zum Zuge komme, dann werde ich euch alle vernichten. Herr. Ihr braucht einen Anführer im Übrigen. Matthias. Hey, da wird sogar richtig geschrieben. Ich heiße nur nicht Matthias von Hoven. Ich habe überhaupt keinen Von-Titel, aber egal. Wie goldig. So, sie haben 13.000 Mann. Sprich, wir können ja eigentlich die 13.000 Mann erstmal suchen gehen. Und dann werden wir hier alles holen von der Ukraine. Das Byzantinische Reich ist jetzt mit dazugekommen. Ist ja mal interessant. Kommt ihr eigentlich von Konstantinopel aus heraus, wenn ich mal so fragen darf? Liebes Byzantinische Reich, ich glaub's ja nicht wirklich so. Verbindet mit Spanien, Kirchenstaat, Toskana und der Ukraine. Heulers Blechle, du. Heieieiei. Assache gibt's, die soll's nicht gäbe. Okay. Lauf zu. Come on. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen, ne? Die Beobacht Kinder froh und Erwachsene gegen so. Halt! Zurück! Da rein! Komm schon, kommt! Put! Da. Na, dann halt eben nach Horonda! Ronda, ja. Wie dem auch immer sei. Tschüss, ihr Ukrainer. Ja, das ist halt echt so mies. Ich kenn's nur zu gut. Wenn wir die hier jagen, wenn wir hier die Belagerungen abspalten, ist ja mal ganz klar. Ich hoffe, wir kriegen die hier. Die Zeit läuft, oder? Ja, oh, wir dürfen. Super. Und wir haben eine Menge Sachen zum Nachschauen. Also gut. Ja, gut. Deutscher Orden bekommt Erklärung zum Ablasshandel bis 1. Januar, was folgenden Effekt hat. Das sollten wir dann also definitiv erst machen, wenn wir konvertieren. Denn wir brauchen Stabilität. Plus 3, auf alle Fälle. Und hier bekommen wir die Missionarsstärke plus 1 Toleranz der Heretiker. Das ist natürlich eine super Angelegenheit. Allerdings haben wir jetzt ein Problem. Entweder oder. Die Missionarsstärke würde uns natürlich schon helfen. Wir haben jede Menge Gebiete zu... Oder? War das die Entweder-oder-Geschichte? Also die hier unten ist so oder so wesentlich besser, weil wir halt Missionarsstärke brauchen werden, um alles relativ fix bekehren zu können. Okay, kein Entweder-oder.
Sehr schön. Ansonsten ist das alles noch so beim Alten. Okay. So, die hätten wir dann darüber, die 8000 jagen wir. Vor alledem diese kleinen 1000-Mann-Futzel-Einheiten da, die gegen wir jetzt gerade ein bisschen auf den Zwirnzweiger. Aber okidoki, da unten sollten wir dann auf alle Fälle welche hinstellen. Da sind sie. Da sind sie. Und da rein. Der Gewaltmarsch fehlt. Ich will ihn wieder haben. Ihr kommt nicht mehr weg. Ihr werdet dort unten jämmerlich sterben. 14. 14. Yes. Und tschüss. Noch nicht ganz, oder? Ich habe so die Befürchtung, sie werden es vielleicht nicht ganz zerstört nehmen. Es sind zu viele übrig. Okay, dann gehen wir mal darüber. Ja, komm. Beziehungsweise jetzt darauf. Die kommen 6. März, wir 11. Die 1000 Mann machen mich jetzt da nicht arm, ne? Definitiv nicht. So, darüber. Wir müssen halt nur schauen, dass die da nicht jetzt irgendwo hinten rumgehen. Das waren 1000 Mann. Ein neuer Papst ist am Gange. 130. Der gehört uns wieder. Zumindest vorerst. Ja, wo sind sie denn jetzt abgehauen, die Gesichter? Litauen darf sich das gerne holen. Da habe ich gar nichts dagegen. Da unten sind sie. 27. 24. Das passt. Aber schon recht, wenn wir die hier mal vernichten würden. Wir haben die erste Belagerung erhalten. Dann geht ihr mal darunter. Wir haben mittlerweile auch keine Mannstärke mehr. Allerdings dürfte die Ukraine dann schon auch keine mehr haben. Das bedeutet, alles, was wir jetzt verlieren, wird teuer. Und nein! Warum ein Komet gesichtet? Ein Komet zu sichten ist immer kacke. Bauern sind immer abergläubisch. Ob das Erscheinen eines Meteors am Himmel... Und das Erscheinen eines Meteors am Himmel hat in Folge zu Panik geführt. Sie sind überzeugt, dass dieses ein Zeichen für nahenden Weltuntergang ist oder großes Unglück in naher Zukunft bringt. Ja, das nahe Unglück in der Zukunft heißt einfach, ich muss jetzt hier an dieser Stelle den Part nämlich schon wieder beenden, denn ich bin schon wieder über der Zeit. Was das bringt, wenn es nur nicht weiß, tja, müsst bis zum nächsten Mal warten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschalten würdet. In diesem Sinne, Baba!